I'm sexy and I know it. Fonzie wirklich sexy ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Vorgestellt wurde der Roboter der britischen Firma RoboSavvy auf der Digitalkonferenz DLD. 2000 Euro kostet das tanzende Metall, das sich seine Bewegungen von berühmten Vorbildern abgeschaut hat. Roboter können normalerweise nicht tanzen. Wir haben Fonzie zum Tanzen gebracht, indem wir Videos von Beyoncé und Michael Jackson analysiert und herausgefunden haben, wie sich der jeweilige Tanz zusammensetzt. Wir haben also die Bewegungen professioneller Tänzer beobachtet und sie dann mit dem Roboter nachgeahmt. 3 Wochen hat das Programmieren von Fonzie gedauert. Normalerweise bringen die Entwickler ihren Robotern jedoch ganz andere Bewegungen bei. Für gewöhnlich werden unsere Roboter in Kampf- und Fußballturnieren eingesetzt. In Asien gibt es eine bekannte Veranstaltung, Robo One, wo Roboter gegeneinander in einem Sumo-Wrestling-Kampf antreten. In Europa gibt es einen berühmten akademischen Wettbewerb namens Robo Cup, wo Teams mit 10 oder mehr Robotern gegeneinander Fußball spielen. Abgesehen vom Unterhaltungsfaktor der Roboter wird vor allem erforscht, wie diese im Alltag den Menschen helfen können, auch durch das Verstehen von Gesten und Sprache. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen und statten sie mit für sie angefertigten Robotern aus, um herauszufinden, wie Menschen mit Robotern interagieren. Wenn es zum Beispiel darum geht, von einem Roboter um ein Gebäude herumgeführt zu werden oder ihn als Unterstützung für die Arbeit mit älteren Menschen oder behinderten Kindern zu nutzen, dient die Forschung dazu, herauszufinden, wie sie in diesen Situationen mit den Menschen interagieren würden. Interaktion steht bei Fonzie eher im Hintergrund. Er dient schlicht der Unterhaltung.